heute zu Besuch bei der Prümtaler Mühlenbäckerei, darf hinter die Kulissen schauen und nehme Sie natürlich gerne dabei mit. Und beginne mit diesen beiden netten Mitarbeitern der Prümtaler Mühlenbäckerei, die die einleitenden Worte erst sprechen werden. Dankeschön. Ja, hallo, mein Name ist Birgit Arimond. Ich bin im Team der Prümtaler Mühlenbäckerei zuständig für das Qualitätsmanagement. Und das ist Herr Walter Simon. Hallo, mein Name ist Walter Simon. Ich bin Geschäftsführer der Prümtaler Mühlenbäckerei. Wir befinden uns am Mühlengraben der Prümtaler Mühlenbäckerei. Links neben mir fließt die Prüm, die seit mehreren hundert Jahren die unsere hauseigene Mühle antreibt. Bei der Prümtaler Mühlenbäckerei handelt es sich noch um einen echten Familienbetrieb. Dazu kann er uns ein wenig erzählen. Ja, mein Name ist Ralf Hahn. Ich bin Inhaber der Prümtaler Mühlenbäckerei. Diesen Betrieb habe ich von meinem Vater übernommen und habe die Verantwortung, diesen Betrieb in die nächste Generation weiterzugeben. Alles, was gut werden soll, braucht seine Zeit. Und heute wird unheimlich schnell gebacken. In 2 Minuten oder 2 Sekunden sind die Teiglinge fertig. Dieser Teig, der braucht seine Zeit, damit er gut wird. Vielleicht könnten Sie dazu was erzählen. Der Sauerteig wird über 18 Stunden zum Teil gezogen. 12 bis 18 Stunden wird er angesetzt, damit er eine richtige Säure kriegt und dass er den Brotgeschmack richtig rüberbringen kann. Guten Appetit!